So, wenn es die russische AT, die Dreier, ist das Su-26. Das ist Artillerie auf der Basis vom T-26. Sind eigentlich nicht viel gebaut worden, also 12 oder 14, sowas rum. Und 3 Fuß sind dann bis 44 im Dienst gewesen. 110 Trefferpunkte, 130 PS, 30 Stundenkilometer. War eine Panzerung 15-15-15. 380 bis 138 ist dann ein Standard-Granateschale. Standard-Durchschlagskraft brauchen wir ja, 350 bis 88 zählt ja nicht. Feuergeschwindigkeit 9,84 Schuss in der Minute. Sichtweite 320 Meter und Funkreichweite 615 Meter. Sind jeweils Doppeltlaufräder an den Gelenke dran. Fütterung drin. Okay, also AT ist klar. Da braucht man nicht unbedingt vorne aufs Kescheln mit dem Seeschlitz zu schießen, da war der Fahrer. Sondern halt drauf halten. So oder so. Von hinten ist es überhaupt kein Panzerung, aber wenn man normal von hinten so drauf schießt. Naja, okay. Paketemäßig sind es im Gesamten. Ich glaube, ich habe mal da bis zum 4er alles gekauft gehabt, meine freie Punkte oder was, ich weiß jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall wurde im Standard der 76mm Haubitze aus Jahr 1927 mit 8,96 Schüsse pro Minute, Durchschlagskraft 4275 und Schade 164-110. Das zweite ändert sich dann der Motor und die Kette. Und dritte ist dann die Haubitze 110-164-110 Schade. Bei 9,48 Schüsse in der Mitte. 264. 164, 110, 110, 164. Und letzte ist es 76mm Gun. 110, 164, 110. Also gleiche Schade, 70-42. Ist nur die Durchschlagskraft ein bisschen stärker. Ladegeschwindigkeit bleibt gleich, also normal. Wäre ja die im Prinzip gesehen. Was der Schade betrifft, zwar eine Steuer, aber die Durchschlagskraft ist halt ein bisschen stärker. Ich meine, was er nicht zählt unbedingt, aber ist halt der Klee ein bisschen besser. Also nur Ersatzhalle braucht man da kaum, weil wenn es die erwischt, erwischt so oder so. Also da hat man keine Chance. Oh, mit Ersatzteilen nicht. Wenn halt mal das Klick nicht der letzte, wo abgeknallt wird, mit der eigenen Seite, oder mal das Klick und das Team gewinnt. Und man überlebt. Wir sind jetzt bei Westfield als Begegnis gefischt. Ohne Scheiß, Mann. Ich glaube, ich könnte jetzt durch eine ähnliche Idee über Anna hinwegkommen, Mann. Ist das nicht geil? Jetzt noch endlich mal Zeit, oder so? Ja, nee, auf jeden Fall. Das wollte ich natürlich dann bloß, dass dann. Ach, ich die Anna dann. Du, also hast du mal die Anna. Ja, schön, Baloppi. Vierer und zwei Dreier jederzeit. Okay. Okay, wenn der da hier bedeckt, dann sollte ich. Also nur, wir sind jetzt zu dritt, wo ich in der Anna auch eine Sprune, glaube ich. Ja. Ja, wir müssen alle drei da hoch. Siehst du. Wir gehen immer nach unten, weil da oben allein kehren wir gleich der Katze an. Die Getima tut mal wieder seine Geräusche einspeichern. Eispeise, genau gesagt. Kann ich auch momentan nicht wegmachen.
weil ich erstmal selber in Sicherheit muss. Das ist furchtbar. Jetzt hat endlich Ruhe. Jo, es kann beim T1 halt schon mal sein, dass er nicht aufgekratzt wird. Mensch, irgendwie klemmt mein Stick oder was? Das fährt als weiter, obwohl ich gar nichts mehr mache. Schussfeld versperrt, sagt aber Grün, oh Witzbold. Ich bin richtig gesehen, aber irgendwo da hinten am Haus war er gestanden. Er ging voll durch ihre Panzerung. Ah, es fällt er weg, scheiße. Wirkungstreffer. Warte mal, bis er vorfährt. Okay, da ist weg. Der auch. Gute Arbeit. Jetzt kommen wir aufpassen, dass irgendwo auch noch durchgebrochen ist. Die Artiller natürlich. Scheiße. Warte, wo ist hin? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Kette beschädigt. Das war direkt neben uns. Das haben wir verloren. Ah, wir sind nur die Letzte. Ach so, sowieso. Klar, logisch. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders da ausgegangen wäre. Aber wir konnten wenigstens noch 3 Treffer aufbringen. Wir können wir im 5. Platz kommen. Okay, das war jetzt der russische AT, jetzt sind wir fertig mit der Dreier.